ansprechende Ringreportage, präsentiert von folgenden Firmen. Johnny Meint. Der Johnny Maroschwöldi, langjähriger Trainer der Ringerriege Hergiswil und fundierter Kenner der Ringerszene, analysiert exklusiv für Telenaftale Zentralschweiz die laufende Saison. Am Samstag hat Willisau auswärts gegen Einsiedeln hoch 10-28 gewonnen und Schattdorf ebenfalls wie erwartet hoch gegen Freiamt verloren. Der Johnny hat Duell genau unter die Lupe genommen und fundiert analysiert. Der Johnny meint. Vorletzte Runde für Nazi A. Ringerige Einsiedler gegen Ringerige Ringruf Willisau. 57 Kilo Dever Patrick, alter Fuchs, Rico Spezials gegen Sada Morteda. Morteda hat 4-2 Punkte siegen. Das hat mich überrascht, für Willisau wäre nicht gewesen, höher gewinnen. 61 Kilo Freisting kenne ich dann gegen Zeder Timon. Zeder Timon langsam jetzt schon wieder für Oktur, der ist schon wieder für Altes Form, Retour kommen nach Verletzung, ist jetzt schon technische Überlegenheit gewonnen, 16-0, das ist ein schönes Resultat. 65 Kilo Greco, Schönbeckler Michael, gegen Portmann Michi, jung, talentiert, aber leider dieser Abend ist für Kraft ist zu wenig, 16-0 technische Überlegenheit verloren, gegen Schönbeckler Michi. 70 Kilo Freistil, Neyerian gegen Aregger Kilian, Aregger Kilian gewinnt 11-7. Jan ist sicher sehr gut geliefert, wegen nur 4 Punkte Differenz verloren gegen Aregger Kilian. Das ist ein sehr gutes Resultat. 74 Kilo schon wieder für Kerker Peter gegen Heiniger Roger. Weg verloren, aber Mutner nicht verloren. Das ist auch irgendwo sehr gut. 74 Freistil, Studer Mirko, ist kein Gegner. Wie vorher gesagt, er ist größtenteils immer noch verletzt, aber jetzt ist Gellig gewinnt auch nicht mehr. Das heißt, gar keiner Gegner Studer Mirko so viel zum gewinnt. 80 Kilo Greco, Fribruno gegen Rekmut Andreas. Rekmut jetzt zeigt, dass geht für Greco auch. 16-0 technische Überlegenheit gegen einen starken Fribruno. 86 Kilo Freistil. Urkar Andreas gegen Scherer Samuel. Scherer ist 14-3 gewohnt, aber schon gemacht haben wir einen Punkt für Urkar Andreas mit diesen drei technischen Punkten. Scherer ist auch sehr gut. Diese Woche 86 Freistil, letzte Woche schwer gewinnt Greco, überall möglich setzen. 97 Kilo Greco, Neyersen gegen Kosser Dominik. Neyersen aktueller Schweizer Meister für Schwergewicht, er für Schwergewicht Klasse unten, 97 Kilo, aber 13-6 gewinnt gegen Wosser Dominik. 130 Kilo Freistil, Schneider Bruno gegen Rekmut Stefan. Jetzt Rekmut Stefan auch schon wieder da, rechtzeitig vor Halbfinal, lange Verletzung, jetzt schon wieder gesund und relativ hoch, nach 7-4 führt und er Shooter gewonnen. Das ist auch vor Halbfinale ist sehr gut für Willisau. Wegen er auch schon dabei und ich habe schon gesehen für Portmann Tobias auch schon gerungen für Regionalliga. Ich bin hundertprozentig sicher, er beide schon dabei für Halbfinale. Das heißt, gestern Resultat 28-10 Willisau. Das ist wie erwartet. Leider ist Einsiedler sehr schwer für diese Jahre. Ich sage, dass für Einsiedler sehr schwer für Aufstieg
Abstieg und Aufstieg kam gegen für Blumenau, gegen Blumenau sehr starke Mannschaft. Klar, erst einmal Blumenau muss gewinnen, aber er hat die größte Chance für gewinnen für Nazi B. Das nächste kommt, Schandor gegen Freyamt. Auch wie erwartet, relativ viel gewinnt für Freyamt. Aber erste Halbzeit ist sehr ausgeglichen. Und eine zweite Halbzeit ist hochere Gang, geschaltet für Freyamt und so gewinnt. 57 Kilo Greco Info holt Stefan gegen Reuter Nino. Reuter Nino, 9. Kampf, 9. Sieg. Das ist sehr gute Resultate, die junge Talentierteringen. 20 zu 2 gewonnen, 20 technische Punkte. Das ist sehr schön, sehr gut. 61 Kilo Festig, Gerig Simon gegen Bürgisser Reto. Gerig Simon für aktuelle Schweizer Meister für 61 Kilo. Und das schon gezeigt, 17 zu 1 gewinnt, der Bürgesser Reto Minister Wiesner die Mannschaft und bringen. 65 Kilo Greco Gamosan gegen Fokrandi. Das ist mir ein bisschen überrascht, dass wegen vorher ist Fokrandi Anfang für Rückrunde ist Greco nicht zeigt, er ist so stark, aber jetzt ist 14 zu 0 für den Shooter gewinnt gegen Gamosan. Er ist auch immer bessere Form für Greco auch. 70 Kilo Fresti, Lucy Luca gegen Bucher Michael. Das muss heißen, dass Bucher Michael vorher haben eine schwere Rückenoperation. Und das ist sein erster Kampf diese Saison. Und gerade sehr bezeugt für seine Form. 16 zu 0 gewinnt. Das ist ein sehr gutes Resultat für Bucher Michael. 74 Kilo Greco, Dodos Matteo gegen Götzmann Chayan. Götzmann Chayan gewinnt für 13 zu 2. Ich vorher ein bisschen mehr erwarten für das Mathe, vorher studiert, mehr ausgeglichen für diesen Kampf, aber das ist sehr gut für zeigt für Deutschmann Giant, dass er 11 Punkte mehr macht, das ist sehr gutes Resultat für Giant. So gewinnt der 1 Mannschaft. 74 Kilo Freistil, Kemp Renato gegen Jakob Manuel. Jakob Manuel keine Punkte abgeben, 10 zu 0 gewinnt, 3 zu 0 Mannschaft. 80 Kilo Greken, das ist ein Spitzenkampf für Wamschigabend, für Pista Nikola gegen Stabil Pascal. Junge gegen für ältere Internationale. Und der Stabil Pascal gewinnt 6 zu 2, 2 zu 1 Mannschaftspunkt. Und das ist das erste Mal ein Mannschaftspunkt abgeben für Stabil Pascal für die ganze Saison. Das ist auch nach dem 9. Kampf passiert, das ist auch ein sehr gutes Resultat für Pascal. Nur ein Mannschaftspunkt abgeben für die ganze Saison. 86 Kilo Freistil, Eppelpass gegen Kümniko. Kümniko langsam kommt retour für alte Form. Mit der technische Überlegenheit gewinnt für 16 zu 0. 97 Kilo Greco, Jauch Michael gegen Zurfug Roman. 1 zu 0 gewinnt. Ein sehr knappes Resultat, aber es liegt 2 Mannschaftspunkte für Schadorf. Zum irischen zweiten Spitzenkampf. Welche ungefähr ist gleich stark, Leute gerungen, 130 Kilo Schwinger, Kämpfer Jas gegen Gurtner Pascal, aber jetzt Kämpfer Jas kommt besser raus, er gewinnt 4 zu 3 für die Mannschaft, und das 4 zu 2 für technische Punkte und 2 zu 1 für die Mannschaft, und so ist das Gesamtresultat 26 zu 12 für Freyamt. Wir erwarten diese zwei Mannschaften schon relativ hoch gewinnen. Ja, alles wird immer noch dran bleiben und positionieren für Halbfinale. Das meint der Johnny. Und was meinst du? Schreib uns deine Meinung auf YouTube oder Facebook und lies, was andere geschrieben haben. Bereits am Samstag trifft Willisau daheim auf Schaddorf, Hergiswil auswärts auf Einsiedeln und spannend Freyamt auf Chriesern. Wer gewinnt? Nicht verpassen, Prognose von Johnny demnächst auf dem Sender.
erringen dank starken Partner. Folgende Firmen haben Ihnen diese Sendung präsentiert.